Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte irgendwo in Thüringen. Wir werden jetzt unseren Traktor mit dem Flankenschutz zurückfahren und gleich wieder auffüllen. Feld 12 ist die Aussaat fertig. Im Grunde warte ich nur darauf, dass wir auf Feld 38 beginnen können mit der Ernte. Deswegen mache ich es halt auch auf 15. Weil Feld 60 ist auch fertig. Wenn Feld 12 soweit ist, mit der ersten Stufe Wachstum, können wir das zweite Mal aussehen. Quatsch, düngen. Ansonsten steht er hier mitten im Weg. Glaub's doch gar nicht. Wer hat da gearbeitet? Ich war das. So, jetzt fahren wir den mal zurück und füllen den mal auf, damit wir gleich wieder beginnen können. Dann werden wir gleich wieder düngen oder Unkraut erkennen, weil was zuerst kommt. Wir verdienen ein bisschen Geld nebenbei mit Holzmangel. Aber jetzt werden wir uns um die Sojaernte kümmern. Aber wenn es zurückgeht, dann zu erkennen bin. Ja, wenn man nicht guckt, ne? Aber zum Glück kann ja hier nichts passieren. Er hat sich festgehängt. Er hat sich verheiratet. Aber voll eingehängt. Macht nichts, kein Problem. Hier kriegen wir keinen Schaden. Das ist gut so. Auch keinen körperlichen Schaden, höchstens materiellen Schaden, oder gibt es hier auch nicht. So, höchstens Kosten für Treibstoff oder Pflanzenschutz. So, machen wir hier weiter, wo wir aufgetan. Da nicht. Hätte ich gleich überspringen müssen, ne? Da haben wir es. So, das heißt, wir müssen mal den ganz schnell einklappen und dann, ja, Motor starten wir gut. Vollgetankt und gut repariert. Wenn das gut klappt, nehmen wir an, ne? Wenn das gut klappt. Terrain ein bisschen um ihn, na gut. Schauen wir mal ein bisschen genauer an, hier, wie es aussieht. Naja, so sind wir im Kurs nicht. Ein Kaudos. Ein Wachstum. Gedüngt 100%, Unkraut 0. So muss es sein. Ja, geht das bald los, ne? Was habe ich gesagt? 15 Uhr? So ungefähr. Läuft die Aufnahme? Ja. Und sobald der startet, schauen wir, wie der eingestellt ist vom Kurs her. Wir müssen mal gucken. Der hat hier und der andere da. Wir müssen schauen. Anhalten. Das geht. Aktivieren mal. Dadurch. Dadurch soll es verhindert werden, dass im Prinzip der alle anderen überholt und über den Haufen fährt. Aktiviert.
Hier ist eins rechts. Also mal schauen, wie das hinhaut. Irgendwas Gefühl, dass es nicht klappt. Aber der ist Bahnversatz 1 rechts. Und der ist auch 1 rechts. Lass uns überraschen, was kommt. Müsste eine gleich wachsen kommen, ne? Müsste. 5 Stunden habe ich gesagt. Prüfen wir ganz kurz. Mal da drücken. Eigentlich müsste jetzt eine Wachstum kommen. Weil der ist umgesprungen. Das heißt, wir gehen mal wieder runter in der Geschwindigkeit. Ups. Sprach es und es kam's. Gut. Wahrscheinlich hat er entsprechend erst reagieren müssen. Leider ist nur die eine Hälfte der anderen nicht. Oh gut, aber dann fangen wir jetzt hier zu ein bisschen anders. Wir können ja 2 Runden fahren. Das Gute ist, wir schauen, wie er fährt. Wenn der rechts fährt, neben der Spur, ist eigentlich nicht schlecht. Aber dafür ist das Problem, der andere muss links fahren. Der muss vorausfahren und muss hier mit der Spur abtanken. Und das wäre ungünstig. Das heißt, der muss rechts. Links, also. Aber wir fangen doch am Rand an, ne? Also müssen wir mal schön einstellen. Karambolage machen. Ja, aber das ist gut. Dann müssen wir Lenkung wieder. Weile zum Reagieren, Zeit in den Game.
da. Ah, wo will er hin? Gut, das klappt. Lass ein bisschen Vorlauf. Aber wir zeigen aus. Als eins verpasst. Ein bisschen Vorsprung lassen. Gut. Hauptsache, dann ist auch da drüben alles soweit in der ersten beiden Reihe, dass wir hier vorne eine Pause machen müssen in der ersten Pause. Das heißt, wir müssen abfahren. Übernehmen. Zum einen, weil das über Crossplay nicht so ganz vertraue. Und zum anderen, so haben wir die Jungs im Auge. Wir müssen dann irgendwann mal andere Hänger haben, die ein bisschen größer sind. Also so soll ja das gehen. Können wir schön die Sache beobachten, wie man sieht. Fahren wir richtig um. Außerhalb der Frucht, so muss das sein. Habe ich gestern was gelernt. Ich will da an, wenn ich in der Nähe bin. Locking. Hält der auch an. Wenn ich in der Nähe bin. Gerade wo der Baum ist. Ja. Nur ein bisschen was ab, ne? Wir verstecken hier sogar. Da ist auch noch ein Wald hier, der muss weg. Passt der Wald? Oder 20.000, kann man fast leisten. Aber erstmal haben wir hier oben noch genug Wald. Wir helfen noch. Um den aufforsten und aufhören der Wald. Wir wollen ja mehr Ackerbau betreiben als Forstwirtschaft. Das 15% voll und das heute 32. Ach, ja, so ist das, ne? Diese Morgen für Freitag. Ja, die Woche so schnell vergehen würde, wie jetzt das Spiel. Naja. Freitag Betriebsausflug. Das ist 4 Tage die Woche arbeiten. Ja. Schaffen wir auch. Montag ist der Tag, wo heiß ist. Und wahrscheinlich sind alle noch gar nicht heile.
Noch hat sich keiner gemeldet bei mir. Also. Ich darf ja der Freitag was sagen müssen. Kannst du runter erst um zu spät kommen. Aber hat keiner gemacht. Also, war ich nicht so früh. Wäre ja blöd, wenn ich jetzt spät arbeiten würde, aber die Hitze. Dann meldet sich mal auch wieder 6000 Grad. Locker. Hier wird man sehen, weil hier ist das teilweise könnte funktionieren. Ja, da wissen wir nicht. Aber das wird gerade so funktionieren. Das Startprinzip. Bis man stehen bleiben würde, wäre ja auch egal. Und dann hier. Ich könnte nicht gerade fahren. Das ist schwierig. Tja, dann können wir bald wieder mit der Ausfahrt beginnen, ne? Weil hier machen wir den Raps rein. Schön gelb. Aber da warten wir ein bisschen ab. In Anführungszeichen. Zwar so lange. Auch Gold ernten können. Ja, meistens Teil geht das gut durch. Alles oder nicht ernten. Bleibt drin stehen. Gut ist bei Crossplay, dass die Frucht nicht zerstört wird, weil es, wenn das früh sein sollte mal, dann könnte ich notfalls nachernten, dann wäre das nicht verloren. Aber er tragt es nicht hoch, ne? So, liebe Feuerlaufschaft, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen über ein Like oder ein Abo. Ich sage schon mal Danke. Dann seid mal Tschüss und mit Gewinke. Und ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Hoffe jedenfalls. Ciao.